Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 8 läuft. Und wir sind unterwegs mit Luto Mendes vom Clan Kuhn im ELC Event 90. Dem, ja, aktuell ist er noch im Shop, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Französische Aufklärer Stufe 8. Wir haben eine 90mm Kanone drauf mit 175 Durchschlag, 22 Schaden pro Schuss und auf Bremovision 215 Durchschlag mit 220 Schaden pro Schuss. 3 Schuss im Magazin, 20 Sekunden brauchen wir zum Nachladen. Das ist mega viel, das muss nicht sein unbedingt. Aber was soll's. Das Ding hat einen brutal geilen Tarnwert. Es hat eine. Jo. Okay. Eine sehr gute Sichtweite. Wir haben 3 Mann Crew drauf. Das heißt, wir können die Crew von der Badger 12 Tonnen und von jedem anderen leichten Panzer fleißig darauf trainieren lassen. Der liebe Ludo Mendes fährt das Ding mit Extra-Rationen. Das heißt, Le Croissant und Kaffee. Und das bedeutet 10% Besatzungsvorteile. Jawohl. Kriegst da keinen sauberen Schuss drauf, leider. Also 10% Besatzungsvorteile und ohne Feuerlöscher. So. Ja, das ärgert einen immer dann. Die 20 Sekunden Nachladezeit sind dann einfach mal zu viel. Man kommt leider nicht zum Schießen. Ah, genau in dem Moment, als hätte er es geahnt. Sehr schön, der hat getroffen. So, wir müssen uns wieder bewegen. Sind aufgegangen. Ansonsten der Tarnwert wirklich exzellent. Da links vom 5916. Tarnwert für ein Ding ist wirklich exzellent gut. Eigentlich hier inzwischen am Captain. Die linke Seite wird komplett außer Acht gelassen. Von allen. Außer vom WZ. Das heißt, den werden wir jetzt wahrscheinlich gleich verlieren. Oh, das ist sehr mutig, was du hier machst. Bisschen Wahnsinns dabei. Nee, hätte nicht sein müssen. Jetzt schnell wieder verschwinden. 70 km Topspeed. Und auch sonst ist das Ding zu allen fähig. Aber nicht zu allem zu gebrauchen. Das ist leider so. Schön bewegen, das ist das Allerwichtigste. Da fliegen so viele Sachen vorbei. Wenn man es richtig anstellt. Dafür besteht das Ding nur aus Pappe. Und rammen kann man damit gar nichts. Ja. Alles bringt einen um. Ein kleiner Käfer, Grashalm. Muss man immer genau aufpassen, wo man hinfährt. So, 2-4 steht's. Die mächtig am Abkacken. Die 8er-9er-0 Linie scheint fast komplett verloren. Unser Stufe 8 schwerer Panzer ist leider schon raus. Beim Gegner erst 2-6er, das war's. Da drüben haben wir eine Artillerie. Ah, Gun Elevation nicht so doll. Ne. Hättest du vielleicht versuchen können rauszunehmen. Sehr schön. So, feindlicher ELC EW 90. Der wird jetzt versuchen, dich rauszunehmen. Hat eventuell nachgeladen. Schießt daneben. Das ist sehr geil. War komplett überrascht, dass du auf einmal auf Konfrontationskurs bist. Hat er noch was im Rohr oder hat er nichts mehr im Rohr? Das ist jetzt die Frage. Ich schwenk mal hier direkt drauf. Nee. Das war eine gute Idee. Das war eine sehr gute Idee. Jetzt bleibt nur übrig, das Ding wirklich zu rammen. Ansonsten sieht's schlecht. Na, machst du nicht. Fährst du weg. Ist okay, kann man machen. Erstmal ein bisschen schwächen. Es steht aktuell 5-9. Wir haben 1484 Schaden. Ideal gefahren bisher. Hier und da hätte es sich nicht unbedingt mit dem Gegner anlegen müssen. Aber wenn es Spaß macht, warum nicht? Kann man ruhig ab und zu mal machen. So. Da steht das Panzerfahrzeug vom WZ. 4% noch.
Jawohl, noch einen hinterher, geht das? Sehr schön. IS findet den Weg in die ewigen Jagdgründe. ELC ist komplett überfordert. Bumm. Ja, ELC hat verschossen. Das bedeutet jetzt normalerweise sein Tod. Versucht zu fliehen, gleich hinterher, würde ich sagen. Artillerie ebenfalls auf dem Weg. Brauchst nur ein offenes Schussfeld, dann ist das Ding erledigt. Abgeprallt, echt jetzt? Ey! Das gibt's nicht. Wie oft da in dem Ding in der Kette was hängen bleibt, das ist unglaublich. Ja, Arti hatte ich inzwischen sehr lieb. 1913 steht's. Der AT-8 ist noch übrig. Du bist noch übrig. Vom Gegner ist noch. Ah, der 112er. Eieiei. Gefährlich, gefährlich. 2103 Schaden haben wir gemacht. 460 Schaden gespottet. Ich werde gleich auf Skoda treffen. Der hat, glaube ich, nicht mehr viel. Das ist One-Shot. Sehr fein. Wir sind aufgegangen, das war klar. Warten wir auf den Arti-Einschlag? Nö. Der war wirklich gut. Also die Arti weiß, was sie macht. Und du bist der letzte Panzer. Na bravo. Was machen wir jetzt denn? Ich schlage vor den 59-16. Einmal anschießen. Dass der Cap auf 0 geht. Danach die Arti jagen. Das wäre das Wichtigste. Dass die Dinger ein Spiel komplett für sich entscheiden können, das habe ich mehr als einmal erlebt. Da oben haben wir jemanden stehen. AT-8 steht allerdings verkehrt rum. Ne, nee, nee, da kriegst du, hast du keine Chance. Mit EPCR, die hast du geladen. Eventuell, mit ein bisschen Glück. Sichert aber, glaube ich, eher den Cap ab. Und TKP offen. Sehr fein. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den 59-16 da ein bisschen zum... Ja, steht zusammen mit dem 112 mit Sicherheit im Cap. Könnte ich wetten. Wo sind wir denn? Ah, direkt rausgenommen. Einen. Noch einen hinterher. Glück gehabt, dass der daneben geschossen hat. Ich gehe davon aus, dass jetzt alle, außer der liebe Weihnachtsmann, auf HE umgeladen haben. 2500 Schaden haben wir glatt gemacht. Ich würde nochmal einen kleinen Haken fahren. Na, doch nicht. Also mit der Artillerie ist immer zu rechnen, so wie es aussieht. Also AT-8. Mach dich auf, oder nicht? Nö. Doch. Mach da. Immer schön bewegen. Oh, Bäume sind immer gefährlich. Eieiei. Oh, die Artillerie zu langsam. 3,26 bis zum Ende. Das bedeutet, ich würde normalerweise Artillerie jagen gehen. Oder den Tiger P. Fünf Kills haben wir. Wie geht's weiter? Da ist der TKP. Ey, 12 HP haben wir noch übrig. Schuss geht daneben. Arti schießt daneben. Wie geil ist das denn? 3158 Schaden gemacht. Du spannst uns hier auf die Folter, alter Schwede. So, jetzt wird es gleich wieder kritisch. Der gute Lude Mentes nur noch mit 12 HP unterwegs. Wir sind immer noch bei 5 Kills. Wird schwer, das Ding zu drehen. Das sage ich so, wie es ist. Ja, ein Schuss von irgendjemanden und du bist raus. Egal, wen du versuchst zu rammen, jeder knipst dich automatisch aus. Auch die Artillerie. Ist vollkommen Wurst. Da ist der AT-8. Mach dich nicht auf.
So. 112er nochmal resetten und dann auf geht's zur Artillerie. Normalerweise. TKP links hinter dir. Da ist die Arti. Okay. Fährt ebenfalls mit in Cap. Ein. Nee, hättest du ruhig anhalten können, wäre nicht schlimm gewesen. Jawohl, sehr fein. Ah, denn das Nachladen hätte ich mir jetzt gut überlegt. Warum hast du nicht auf den 112er geschossen? Der war auf der anderen Seite. Und er wäre mit Sicherheit genau so überrascht gewesen. 112er schießt daneben und beißt da drüben ins Rohr. Das könnt ihr wetten. Sehr geil. Ach, die arme Sau. Zu zweit im Cap, jetzt wird's gefährlich. Nee. Doch. Noch einen hinterher. Und tschüss. Ich hau mich weg. 3708 Schaden. Eieieiei. Top Runde. Absolut spitze. Du bist ein absoluter Killer, ey. Super geil. Meine Meter. TKP steht noch drin. AT8 dürfte dann leider ein Problem werden. Für den TKP hätte ich fast AP geladen, wenn ich ehrlich bin. Weil den kannst du locker umfahren. Der hat nicht so einen schnellen Turm. Da ist der AT8. Abgeprallt, das war klar. So, wie geht's weiter? Vor allen Dingen, wie geht's aus? Eine Miezekatze und ein AT8. Ja. Also bist ja absolut perfekt gefahren, die Beweglichkeit und die damit leider verbundene lange, lange Nachladezeit. Ideal ausgenutzt. Besser kann man es nicht machen, wirklich nicht. Sechs Schuss hast du noch von der Premium-Munition, sieben noch von der Standard-Munition. Dann ist Sense. Es muss mit der Munition reichen. Nichts geht auf, leider. Beide stehen im Cap. Jetzt wird's gefährlich. Wenn die beide in Arsch an Arsch stehen und in zwei verschiedene Richtungen ausgerichtet sind, dann wird das richtig, richtig gefährlich. Genau so habe ich es mir gedacht. Und zurückziehen, zurückziehen, raus, 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 raus. Null 38. Oh, das wird nix. Das wird nix. AT15 ist gefährlich. Die cappen gleich durch. Dann war's das. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Tut mir leid. Was für eine Hammerrunde, Leute. Also, es ist wirklich brutal gewesen. 7 Kills. Du hast die beiden richtig ins Schwitzen gebracht. Ah. Starke Runde, kann man echt nicht meckern. Hätte ich nicht gedacht, dass das so geil läuft. So, kurzes Bild, das ist er, ELC E90. Feines Teil. So, Defeat. Wir haben eine Top Gun, wir haben ein High Kaliber. Defender. Spannend bis zum Schluss.
Firefacts haben wir, Duelland, Bruiser und ein hübsches M. Und jetzt schaut euch das hier oben an, was er geschrieben hat. Alle sagen, schick's an Quickie Baby oder an Maus, Maus Akrobat. Aber ich sende es an Keule. Ja. So, damit bin ich ab sofort der angesagteste YouTuber mit ungefähr 135 Leuten, die auf mich abonniert haben. Sehr feine Sache. So, Freunde, schauen wir uns mal an, wie es am Ende ausgesehen hat. 4154 Schaden, 7 Kills, 930 Basis XP, absolut spitze. Wir haben 35 Schüsse abgefeuert, 36 getroffen, 23 durchschlagen, 10,84 Kilometer gefahren. Wenn es dafür keinen Orden gibt, wundert mich. Von 123.000, die wir einnehmen, bleiben 71.000 allein im Rohr stecken. 20.000 gehen mit nach Hause. Das ist viele Premium-Munition, aber das hilft halt nichts. Das geht auch in Stufe 8. In rein Stufe 8, dass es dann so abläuft. So, ich werde hier angeschrieben von meinem Liebling. Okay. Wenn es euch gefallen hat, fleißig draufklicken, mir ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bleibt bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.